Bronzel fallen, das da fangen, das kleine Pinke da oder das Vieh hier hinten. Ich gehe erstmal zu dem Vieh hier hinten. So. Da dran komme. Komm da runter! Manchmal hätte ich gerne so... Ich möchte dich da hochwerfen. Kannst du bitte das da oben angreifen? Das hier angreifen. Kommst du runter, bitte? Wie weit muss ich von dir entfernt sein, dass du... Nein, komm bitte wieder. Ich komme nicht an dich ran. Ich fühle mich gemobbt. Komm da runter. Ich will dich klatschen. Aber kein Beifall. Ich will dich kaputt hauen. Du bist blöd. Ich gehe woanders hin. Hier. Ich mache jetzt das platt. Das Vieh ist mega cool. Ein Forgiter. Warum ich sage, dass es mega cool ist? Nicht wegen der Farbe. Es ist allseits bekannt, dass ich kein Fan von Pink bin. Aber dieses Vieh ist vom Typ Fee-Stahl. Und das ist verdammt geil. Und ich will wieder eins. Das ist so cool. Also wirklich mal so Fee-Stahl-Pokémon. Sorry, wie geil ist das bitte? Nee, das finde ich nicht gut. Probieren wir es mal. Das wird wahrscheinlich jetzt voller Fehler sein, aber es muss nur noch ein bisschen was verlieren. Nicht mehr viel. Und ich lese immer noch Altstadt Datiri Dratini. Aua. Ja gut, das war jetzt nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft habe. Forgita. Das Vieh ist mega cool. Okay, das gab jetzt eine Level Parade. Was kannst du? Nichts. Geh weg. Nein. So. Bling, bling. Es stellt seinen Hammer her, indem es Eisenspäne zusammenstampft. Diesen Vorgang wiederholt es so oft, bis es mit dem Endergebnis zufrieden ist. So, Forgita ist halt mega cool, weil dieses Vieh einfach am Ende einen riesig, riesig großen Hammer hat. Filori entwickelt sich. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jaha. Ein Feliospar. Die Geschmeidigkeit seines Fells ändert sich je nach Laune des Pokémons. Macht es sich für den Kampf bereit, wird das Fell zu spitzen Nadeln. Cool. Und damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So. Ja. Wie gesagt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sich das schon entwickelt. Na gut, ist halt so weit, ne? Packen wir mal das nach hier vorne. Wobei, warte. Nein, das wollte ich nicht. Weg. Das und dann doch nochmal das bewegen nach vorne. Ich bin jetzt doch niggelig und will gucken, was da drin ist. Ich muss gleich noch einen Bronzel fangen.
Was haben wir hier drin? Also es ist irgendwas, was vom Terra-Typ Drache ist. Aber was? Meine Betonung liegt weiterhin auf was? Ich werde es probieren. So. Vorhin gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal keine Decorates. Und jetzt will ich es trotzdem probieren, weil ich nicht gerade weiß, was das ist. Ich kann diese Silhouette nicht erahnen. Was bist du? Okay. Okay. Flatutu. Okay. Na dann, volle Breitseite in das Flatutu. Aua. Ist das besser? Ja, das sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Weiter, weiter. Immer rein in das Flatutu. Nice. Das war Premium. Da wurde das ja ein bisschen elektrisiert, das Flatutu. Der Name ist so bescheuert, Entschuldigung. Dann fangen wir mal das Flatutu. Diese Animation ist auch immer so ein bisschen in gewissem Maße übertrieben. Aber egal, es sieht cool aus. Wir haben ein Flatutu. Brauche ich Flatutu Downer? Nee, ist da was anderes. So, jetzt habe ich ein Flatutu. Es verbringt seinen Alltag damit, durchs Ödland zu rennen. Wenn jemand seinen geliebten Bären stiehlt, setzt es dem Täter nach und nimmt Rache. Okay. Sehr, ja, Pokédex-Einträge sind teilweise echt sehr creepy. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ein Flatutu einfach ein gefühlter Rachegeist ist. So, ich brauche noch ein Bronzel. Das fehlt mir noch. Staralili habe ich. So bestimmt noch irgendwo Items. Wenn keine Items, dann bestimmt noch irgendwo Gespenst. Ich weiß gerade nicht, was die Bronzels oder die Gespenste sind. Nein. Oh, guck mal, Item. Ich wollte gerade sagen. Edgy Badge. Bin hier oben. Badge. Ich laufe vor dir weg. So, ich brauche aber erstmal. Gib mir a Bronze. Irgendeins. Das da. Boots. Du bist jetzt meins. Zumindest mache ich dich zu meinem. Ja, ich habe dich überrascht. Ich habe einen ganz, ganz gemeinen Hinterhalt gemacht. Und jetzt konfusionst du mich. Das ist aber unfair. Dafür bist du jetzt mir. Mir. Naja, fast. Nice. So, das Bronze haben wir auch. Und wieder ein Pokédex-Eintrag. Man findet sie in alten Grabstätten. Es heißt, die Muster auf ihrem Rücken bären mystische Kräfte. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Don't do this. Abbrechen. So. Zack. Und das nächste.
Es ist kein Wunder, dass Pokémon sammeln in dieser Edition mir so viel gefällt, aus dem schlicht und ergreifenden Grund. Ich... Weg ist es? Weg ist es. Es ist despawned. Ich höre es aber. Le graphique de Fela. Gut. Da unten ist Moldrit. Let's go. Nein, ich will hier runter. Ui, das war doch mal ein cooler Move runter. Da hinten ist es noch am Leuchten. Das Raffels hatten wir, glaube ich, auch schon gefangen. Gehen wir nochmal durch den Olivenhain. Da leuchtet es auch noch. Also man merkt schon, man kann hier überall hin. Und das ist so krass. Geil. Na? Es frisst. Süß. Das ist ein Undini. Alles voller Geräusche in den Ohren, ey. Alle Pokémon-Geräusche in den Ohren und hängst hier so. Da schläft was. Wie sie unter den Betten, wie sie auch hier drunter schlafen. Das ist so niedlich. Wieso habe ich mir jetzt eigentlich in den Ohr gesetzt, dass ich ein Shiny Ullini haben möchte? Das mal einer erklären. Okay, ich habe einfach die dritte Entwicklung gesehen. Wahrscheinlich liegt es daran. Und Shinies sind immer cool. Ich mag Shinies. Also nicht alle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Edition jetzt nicht für ihre ausgefallenen Shiny-Pokémon bekannt ist. Überhaupt nicht. Also die Shiny-Pokémon in dieser Edition sind halt echt unscheinbar teilweise. Was ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen enttäuscht hat. So. Klar, so ein Ullini ist jetzt einfach zu erkennen als Shiny, aber du hast halt bei einigen Pokémon einfach... Das ist so eine Nuance. So eine hauchzarte Nuance an Farbunterschied. Das kannst du nicht erkennen. Nicht in freier Wildbahn. Das macht es ja sogar bei Zucht schon Probleme, überhaupt zu erkennen. Hab ich gefunden. Das sind auch ganz normale Ullinis. Ich mag den Namen einfach gerade. Ullini, Ullini. Bats. So. Kämpfen wir gegen ein terrakristallisiertes Dickda. Terrakristallisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erst ihre KP verringern und so ihre Terrakristallisierung auflösen. Das werden wir jetzt tun. Beißen einmal ordentlich zu. Wir sind auch ein bisschen stärker als wir. Aua. Dann machen wir noch den Ruckzuck-Hieb. Der ist nicht sehr effektiv. Aber hat halt den Erstschlag. Das tut jetzt weh. Aua. Da oben leuchtet. Das irritiert mich schon wieder. Ah, ich muss dich noch weiter runterbringen. Ich mach dich doch eher tot, als dass ich dich runterbringe. So, jetzt bist du rot. Und Pokéball. Oder Superball, wenn man es jetzt knieselig genau nimmt. So. Hui, Gänsehaut, hallo. Und damit haben wir ein terrakristallisiertes Pokémon und haben 2000 LP dadurch gekriegt, dadurch, dass wir es gefangen haben. Seine Haut ist sehr dünn, wird das Licht ausgesetzt, erhitzt sich sein Blut und es wird schwach. Das tut mir ein bisschen leid. So, hab auf die Box mit dir. Das ist definitiv nicht hell. So, ich hab dich. Und da oben ist
Da leuchtet's. Komme ich da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Das war irgendwo da hinten. Ja, das war ganz hinten. Nein, da komme ich nicht hin. Aber hier komme ich hin. Plupp. Da ist es ein Pokéball für mich. Das ist ein kleines Ulini. Nein, das ist aber nicht das richtige Ulini. Nicht richtig. Da ist noch ein Pokéball. Da ist noch ein Ulini. Also du brauchst in dieser Edition wirklich das Vorwissen, wie die Shinies aussehen. Sonst bist du... Auch dadurch, dass du sie halt so siehst, wie sie hier rumlaufen, kannst du halt nie sicher sein, ist das jetzt normal so? Ist das jetzt shiny? Weil du halt, wenn du es siehst, nicht dieses Geräusch hast oder auch so... Das Geräusch hast du erst, wenn du es angreifst. Du müsstest theoretisch alles angreifen. Ja, wollte das Dick da aber ein bisschen zugucken hier. Oh, ein Pikachu. Ich finde sie immer noch so süß. Ich mag Pikachus gar nicht mal so. Einfach weil Pikachu halt total overrated ist. So, ich bin ein Pikachu, ich bin ein Bärbestar. Aber das war easy. Aber Pikachus sind süß, genau. Pikachus sind einfach niedlich. Ich wollte sagen, was ist das aus Raffles? Hier sind so viele Pokémon unterwegs, ey. Das ist Staralili, was da im Baum geschlafen hat. Oh, wie süß. Das war ich nur etwas irritiert im ersten Moment, was sich da im Baum bewegt. So, das habe ich schon erkundet. Hier ist noch ein Ulini. Da ist ein Ulini. Hier unten ist ein Ulini. Ulini, Ulini. Oha. Da ist ein Hohnweisel. Gegen das fange ich jetzt definitiv nicht an zu kämpfen. Das ist schon ein weiterentwickeltes Pokémon. Das wird wahrscheinlich 6-mal stärker sein als die kleinen Winnie-Batribis. An den Vadrivis hätte ich sogar Interesse, wenn es Weibchen wären. Aber sind es nicht. Es ist ein männliches Vadrivi. Ich will gar nicht wissen, wo das von Weisel hin ist. Und Weisel sind krasse Viecher. Ulini. Ulini. Ich werde das Ulini mitnehmen, was wir haben. Mal gucken, was haben wir denn für ein Ulini? Schon. Ein Ulini Level 7. Ich muss mal nachher gucken, wann sich hier die Sachen entwickeln, weil ich ja die Entwicklung auch brauche. Aber wir werden das Ulini mitnehmen. Ich möchte diese dritte Entwicklungsform sehen. Es ist so süß. Da ist noch ein schlafendes Ulini. Ich will zum Gierschwänz. Ich frage mich, was ist das denn? Aber da steht ein Ulini in einem Dick da. Okay, das war ein bisschen verstörend. Was bist du? Du bist ein Fluffel. Bist du eine Raffel? Und ja, man hat halt die Möglichkeit, dass hier halt einfach Shinies rumrennen. Oh, hier ist eine Schlucht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Das ist richtig. Ich will sie am liebsten alle gerade fangen. Aber sie ist da. Und ich weiß auch von anderen, dass sie halt... Ich fange jetzt einfach nochmal eins. Dass sie auf diesem Weg halt auch einfach... Das ist ein sehr, sehr kleines, sehe ich gerade. Dass sie auf diese Weise dementsprechend... Wer ist gleich? Halt einen Shiny gefangen haben. Einfach, weil sie rumgelaufen sind und da stand es dann halt einfach so rum. Dachte sich so, es freut sich seines Lebens. Nein.
bist ein sehr großes Udini. Manjo! Ich wollte gar nicht gegen dich kämpfen. Du kannst halt hier überall hingehen. Es ist so... Einerseits ist es so cool, andererseits ist es so schlimm. Weil du es halt auch tust. So ist der Fluss wieder. Kleiner Wasserfall. Jetzt steht ein Enton. Ich sag's jetzt nicht nochmal, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Man kennt es ja bei den Spielen. Weißt du, man sagt, ja, wir gehen jetzt nur noch in die Stadt und dann hier noch hin und da noch hin und hier noch hin und überhaupt noch hin. Wir sind ja bei der Stadt. Wir sind aber noch nicht in der Stadt. Es ist was. Kann ich zoomen? Das ist süß. Was da ist und das andere im Hintergrund schläft. Oh, ist das cute. Ist das cute? Was meins? Das ist meins. Hallo, kleines Olivchen. Ach, ich finde das so schön, dass hier die Pokémon wild rumlaufen. Guck mal. Das ist auch wunderhübsch. Gehen wir dann mal zum Pokémon Center und beenden das hier auch. Oh, guck mal, da kann ich auch noch hin. Ich gehe zum Pokémon Center und dann an ihm vorbei und einmal kurz auf die andere Seite nochmal spicken. Nur kurz. Nur kurz spicken. Guck mal, da schläft ein Fluffeluff. Da ist schon wieder eine ganz komische Kombination aus zwei Pokémon. Was biologisch nicht machbar ist, glaube ich. Hier ist es sehr entspannt auf diesem Feld. Pokémon-technisch. Hier oben chillen sie wieder alle ab. Da ist was zum Looten. Wo? Hier ist fette Wiese. Oh Gott. Du kannst einfach überall hin. Macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig und happy zugleich. Wahrscheinlich mehr. Ja. Bin ich einfach kirre hier. Gut. Ich glaube, damit kommen wir dann doch zum Ende. Wir werden hier noch 100-mal rumlaufen und noch 100-mal Leute besiegen und machen. Und wie viel habe ich eigentlich jetzt hier auf der Strecke gemacht? Ne? So, 2 gegen 5 Trainer gewonnen, dafür bekommst du... Geil, cool, ich habe gegen 5 Trainer. Aeroas, nice. 1 nice TM. So, Pokémon heilen, bitte. Ich möchte nicht um Rat fragen, sie juckt mich nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich bin eine selbstständige Pokémon-Trainerin. Ich kann das. So, lehren sie uns bald wieder. Das werde ich definitiv tun. Und jetzt werden wir speichern und dann werden wir beim nächsten Mal weitermachen in Moldrit. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich dann intensives Pokémon-Training betreiben. Ihr könnt ja mal gerne da lassen, ob ich das im Stream mache, ob ich das hier im Spiel machen soll. Ich speichere 100-mal wie immer. Ob ich das im Spiel machen soll, mit euch gemeinsam Pokémon trainieren. Also einfach nur Pokémon in den Kampf jagen und alles töten, was mir über den Weg kommt.
Oder ob ich das off-stream, off-Aufnahme machen soll. Haut mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag soweit. Viel Spaß euch noch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon, ne? Bis dahin. Tschüss.